Wunderschönen guten Tag, hier sind wir wieder. Eine neue Folge. Ja, ich habe ein paar Tage jetzt nicht mehr gespielt, denn ich hatte ein paar auf Vorrat und brauchte ein bisschen die Zeit für andere Dinge des Lebens. Aber jetzt geht's hier wieder los. Und was war jetzt los? Jetzt ist es kurz stehen geblieben. Komisch. In einer neuen Folge mit neuer Kraft, neuer Motivation. Und dann schauen wir mal, was wir heute so alles packen. Den Kisten schmeiße ich jetzt mal weg. Den braucht hier kein Mensch. Ja. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Es war jetzt wieder ziemlich still. Habe ich die so weit runtergeschraubt? Eigentlich nicht. Jetzt einer. So. Das heißt, diese Folge, die ihr jetzt hier seht, ist die aktuellste Folge. Na, jetzt komm. Ich will den. Ah, da ist das blaue Ding ins Lapis und so. Das ist frisch heute hochgeladen, frisch heute aufgenommen. So. Aber ich will das hier jetzt nicht verlabern. Ich will hier noch ein bisschen umschauen und dann wird sowieso Zeit, dass ich hier rauskomme. Habe jetzt hier das Gefühl, dass hier unten nochmal was ist, weil dieser Stollendingens hier so tief ist. Kann mich aber natürlich auch täuschen. Nee, jetzt muss ich dann doch wirklich bald mal hier raus, weil mir geht der Inventarplatz aus. Da geht's aber tief runter. Was haben wir hier unten? Ich baue mir jetzt mal ganz schnell so runter. Nee, weil mir geht der Inventarplatz aus und ja, wobei ich hätte ja doch ein paar Spitzhacken. Wenn ich die Spitzhacken hier ein bisschen verbraten würde, hätte ich auch wieder mehr Platz. Oh, ho, 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 ho. Ich wollte die nochmal eine Runde durch den Stollen drehen, fällt mir ein, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer mehr, was ich letztens wollte. Ich habe ein Gehirn wie ein Sieb. Oder sagen wir mal so. Ich habe ein Sieb wie ein Gehirn? Nee, Schmarrn. Ich bin ein bisschen wirr gerade. Ich bin ein bisschen wirr. Ich bin gerade ein bisschen überfordert hier mit diesem Spiel hier. Ja. Jetzt hau ich das mir da weg da. Nee, hau ich nicht, weil das war meine letzte Scheiße. Entschuldigung fürs Fluchen. Tut mir voll leid und so. Ich schaue jetzt hier nochmal überall rundum. Überall rundum, dum, dum. Genau, schaut mal. Hier, hier, hier. Ich war also doch noch nicht überall. Ich hab's im Gefühl gehabt, dass ich irgendwo mal abgebogen bin. Warum leuchtest du nicht? Hallo? Ach komm, das ist jetzt ein kalter. Nee, ich hatte irgendwo das Gefühl, dass ich irgendwo mal abgebogen bin und irgendwie eine Kreuzung hatte, wo ich dachte, gut, und dann wäre auf dem Rückweg, gehst noch dahin und so. Keine Ahnung. Naja, ich muss ja sowieso irgendwann wieder rein. Habe ich die Fackel weggehauen? Das geht ja mal gar nicht hier. So. Ja, dann mache ich mich jetzt mal auf den Rückweg suchen. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo was. Sowas wie das hier. Überall Kies. Solange ich nicht nochmal einen Spinnenspawner finde, weil ich muss ganz ehrlich sagen, diese Teile gehen mir mittlerweile sowas auf einen herzlich nicht vorhandenen Sack. Das nervt mich schon so tierisch an, weil ich mich immer wieder frage, was haben denn diese Spinnenspawner hier zu suchen? Finde ich ganz nett, die Anmerkung von einem Abonnenten. Ich glaube schon, dass es auch ein Abonnent ist. Oder Zuschauer? Egal. Oder das heißt nicht egal. Eigentlich. Egal. Bin ein bisschen wirr, sage ich ja. Der meinte, ja, er hat irgendwie genau das Gegenteilige, lauter Kisten, aber keine Spawner. Könnten uns ja ein bisschen aufteilen. Ich kriege ein paar Kisten ab, dafür kann er ein, zwei Spawner haben. Ein, zwei. Naja, ein, zwei ist gut gesagt. Dann habe ich ja nur noch einen über, wenn ich zwei hergebe. Aber. Was will ich schon mit diesen Minispawner? Ist hier noch irgendwas außer Eisen? Gold. Haben wir schon Gold dabei? Ja, dann nehmen wir das doch noch gleich mit hier. Sieht aus, als würde es hier ein bisschen dezent bergab gehen. Drüben war ich schon.
Ja, und dann dürfen wir ja bald mal weiterbauen. Jetzt habe ich hier die Mine so toll erkundet. Was heißt toll? Erkundet halt. Nee. Ja, genau, was wollte ich sagen? Hab aber war so gut wie keine Cobblestones gesammelt, weswegen ich ursprünglich mal losgezogen bin. Nee, da will ich jetzt nicht runter. Nee. Dann nehmen wir jetzt doch noch ein bisschen Eisen mit hier. Eisen, Eisen, Eisen. Da oben ist es auch so finster. Da oben ist auch was. Eigentlich sollte ich mich jetzt hier nicht schon wieder damit abketzeln, da rumzurennen und rumzusuchen, weil es eh nichts bringt. Ich verlaufe mich hier sowieso nur wieder. Ich sage ja, diese Höhle ist viel, viel größer, als ich ursprünglich mal dachte. Das ist schon der Hammer. So, nee, aber jetzt zurück hier. Zurück in die Mine, da kann ich ein andermal rein. Weil da hier oben, was ist hier außer Eisen? Außer Eisen, Eisen, Eisen. Ich war hier auch schon mal hinten, das weiß ich. Weil ich eben schauen wollte, wo es hier hingeht, oder? Sag ich ja. Wo geht's hin? Hier geht's hin. Ach nee, sag bloß. Ach Gott, hier rennt man im Kreis. Oh, ich will nicht im Kreis rennen hier. Mensch. Habe ich gar nicht geguckt? Friedlich, ja. Herzlichen Glückwunsch. Friedlich. Ja, friedlich spielen wir auch noch. Rennen hier in dunklen Gängen rum und spielen auch friedlich. Das geht doch mal gar nicht hier. Julchen, was treibst du denn? Tut mir leid. Tut mir voll leid. Ja, habe ich auch friedlich gespielt. So, runter da. Hopf. Welche Richtung gehen wir? Welche Richtung geht es zurück, sagen wir mal so. Das müsste ich nämlich jetzt dann auch noch mal irgendwann mal rausfinden. Wo es heimgeht. Ich höre schon wieder Spinne. Ja, danke. So ist wenigstens Platz für Neues. Da drüben ist eine Kiste. Ja, es ist ja doch nicht umsonst, dass ich hier rumrenne wie eine Irre und suche, ob ich nicht was übersehen habe. Ich hab's halt im Gefühl, ne? Dass hier irgendwas noch ist. Nee, weil das einfach nicht sein kann, eine Mine und dann so wenig Kisten. Das macht mich kirre. Ja. Nur keine Erde mehr. Muss ich jetzt die wertvollen Steine hier hinsetzen? Dann setzen wir halt noch ein, zwei Steinis. Wenn ich die ganze Erde angebaut hab da. So. Und? Diamant, Diamant, Diamant. Melonenkerne. Ich habe keinen Platz für mehr. Doch, habe ich schon. Melonenkerne. Die hauen wir jetzt noch schnell kaputt hier. Das sind Gleise. Ich weiß noch nicht mal mehr, auf welcher Seite ich jetzt runtergefallen. Auf welcher Seite ich jetzt eigentlich bin. Ob ich auf der Seite bin jetzt, wo ich gekommen bin. Oder nicht. Das, wenn ich jetzt wüsste. Also da unten war ich schon. Dann hau jetzt mal den Kies weg. Die Erde nehme ich hier lieber mit. Mit der lässt sich's wenigstens bauen, anstatt wie mit dem doofen Kies da. Ja. Ich baue schon wieder Schwachsinn. Juhu. So. Schwachsinn, Schwachsinn, Schwachsinn bauen. Schwachsinn bauen, Schwachsinn bauen. Da. Und hier ist wieder Sackgasse und ich hasse Sackgassen.
Schauen wir mal, ob das wirklich eine Sackgasse ist. Wenn sie hier schon so schön mit Erde zugebaut ist. Warum eigentlich mit Erde? Was hat hier unten Erde zu suchen? Er hat keine Erde, was zu suchen. Natürlich ist hier nichts. Bisschen Erde dabei. Ja, dann gehen wir jetzt mal da runter. Hupf. Und da runter. Hupf. Und dann machen wir mal, gucken wir mal, ob wir hier noch was sehen. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Nehmen wir das Eisen hier noch mit und suchen weiter den Ausgang. Ausgang, wo bist du? Wasser? Ausgang. Ausgang. Warum ist denn hier schon wieder so viel Kies? Ausgang. Oho. Oh, Servus. Ja, und tot. Ausgang. Ausgang. Da vorne kann doch nicht sein, weil da geht's wieder zur Schlucht. Stimmt's? Nö, eigentlich nicht, aber egal. Was ist denn da schon wieder? Ich will raus. Nach Hause. Weg von hier. Glaube ich. Zombie! Eisen! Eisenzombie! Das ist kein Eisenzombie. Oh, gut, hier ist nichts Ausgang. Aber hier ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Was ist denn hier schon wieder so viel Kies? Gut, wenn ich mal Kies brauche, was mache ich? Ich gehe hier rein. Dann kann ich hier mal das ganze Kies abbauen. Das werde ich dann irgendwann demnächst oder eben nicht demnächst, irgendwann viel, viel später werde ich das irgendwann mal machen. Hier rein und das ganze Holz raus und den Kies raus. Vielleicht findet man hier noch was. Ich hole mir lieber den Kies hier aus der Mine, wo ich weiß, dass theoretisch noch was sein könnte. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier da mal rausfinde. Und zwar unbeschadet, denn ich habe hier zwei Diamanten im Gepäck. Und ich möchte Diamanten bringen sicher nach Hause. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Wo ist jetzt die Seite, auf der es rausgeht? Das ist jetzt hier die Frage, ne? Jetzt, Moment. Es ist die Seite, wo der Spawner ist. Auf dieser Seite komme ich raus. Genau, so war das. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Aber vorher nehmen wir das noch mit. So, mini, mini, mini Orientierung hätte ich nämlich. Wie und wo ich dann hier rauskomme. Ich muss auf alle Fälle auch mal bald raus, weil Ruhe, Katzen. Ruhe, Katzen. Nee, weil ich hab nix Rüstung, ne? Also Rüstung hier ist nix gut. Ja, war Kohle drin. Jetzt wäre ich selber schon zum Zombie hier. Ja. Schauen wir mal. Ich habe ja die Vermutung, dass ich jetzt auf der richtigen Seite bin. Aber wenn ich eine Vermutung habe, dann stimmt sie sowieso nicht. Ja, muss ich schon hin. Ich höre hier schon wieder Spinne. Nee. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin sowas von falsch. Also ich gehe jetzt auf alle Fälle mal da weiter nach vorne. Ich glaube, entweder bin ich jetzt auf der falschen Seite, dass ich auf die andere Seite rüber müsste, oder ich bin am falschen Ende. Hier sind noch Gleise. Hier war ich ja auch noch nicht. Und hier auch nicht. Ja, weg da. Für die. Tschüssi. Servus. Danke. So, diese Stelle.
werde ich mir jetzt markieren. Der rülpst da vor sich hin, das geht mal gar nicht. In diese Richtung, glaube ich, liegt die Schlucht, oder? Oder auch nicht. Nee, jetzt Moment. Also, diese Stelle werde ich mir markieren. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier lang. In Richtung... In welche Richtung eigentlich? Okay. Ich müsste mir das jetzt hier markieren. So, dass ich mir das irgendwann auch mal wieder merken kann. Und da ich im Merken bekanntlich schlecht bin, vermute ich, dass das nicht funktionieren wird. Das heißt, dieses Dingens hier soll mir sagen, wenn du von da vorne kommst, gehst du dann mal darüber. Genau. Nee, weil ich kann mir das nicht merken und ich muss jetzt dann mal wieder raus hier. Und jetzt mache ich da hier nochmal zwei Holz hin, weil dann sehe ich die nämlich, wenn ich dann hier bei der Schlucht stehe und so. Wenn ich da mal in der Schlucht spazieren gehe, sehe ich, holla, da ist was, das hat was zu bedeuten. Und dann weiß ich, ich muss da hin. Weil da ist noch was, wo ich noch nicht war. Ja, aber jetzt sollte ich hier irgendwann mal finden, wo ich bin. Sonst wird das hier noch peinlicher, als es jetzt schon wieder ist. Ich habe mir einfach ein Händchen für peinliche Missionen hier in diesem Spiel. Also, normalerweise müsste ich so zurückfinden, indem ich immer so gehe, dass auf der linken Seite die Fackeln sind. Nein, nein. Da wollte sich gerade was wichtig machen. Hat es aber nicht geschafft. Mal rauf hier. Was denn? Habe ich mich jetzt wieder getäuscht? Ja, habe ich. Ja, C5. Jetzt renne ich im Kreis. Leute, ich hatte ihn im Kreis. Das finde ich jetzt mal sowas von gar nicht witzig hier, was ich hier gerade anstelle. Ich muss das jetzt anders machen, weil sonst komme ich hier nie wieder raus. Da vorne ist doch schon mal was. Nee, das ist das, wo ich gerade davor rüber gegangen bin. Da vorne. Gehe ich doch mal noch mal in die andere Richtung. Es muss doch hier irgendwo rausgehen. Ich habe das im Gefühl, dass das hier irgendwo war. Kann mir doch nicht schon wieder... Ach Gott. Ich kann mir nicht schon wieder hier einen Durchgang bauen und ich glaube, ich habe hier irgendwo schon wieder mal einen Spawner, aber diesmal wenigstens was Anständiges, denn so viele Skelette, die hier sind... Ach, das war gerade eins. Ich will raus. Ich will raus. Und ich weiß nicht mal, wo ich hin muss, damit ich rauskomme. Jetzt mal ganz scharf überlegen hier. Das Wasser machen wir jetzt mal zu hier. Ich weiß ja, ich muss ja nur diese eine Stelle finden. Wenn ich diese eine Stelle finde, die ich jetzt gerade im Kopf habe, dann finde ich sofort wieder zurück. Aber vorher muss ich halt diese Stelle finden. Und wenn ich das hier sehe, ich gehe jetzt mal darüber. So. Ich habe mich verlaufen. Ich komme vor wie in deiner Folge, da wo Gronkh auch nicht mehr rauskam. Oder irgendwie so war doch, glaube ich, das war gar nicht so lange her. Da ist doch der auch voll hoffnungslos verlaufen. Aber gut, Gronkh darf das. Ich nicht. Nee, weil bei Gronkh ist das lustig und bei mir ist es peinlich. Jetzt bin ich schon wieder hier. So muss ich vielleicht noch mal eins rüber. Das hier kommt mir jetzt aber ziemlich bekannt vor. Ich bin so blöd. Ich bin hier ewig vorbeigelaufen. Hier ist es doch.
Hier geht's doch rauf. Mei, Leute, ich sag's euch, ich kann manchmal so doof sein. Nee, aber jetzt ist euch schleunigst hier in Sicherheit bringen, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach mal so eine Creeper-Explosion überleben würde. Gut, ich hab noch eine Rüstung. Aber der Panzer ist sowas von im Arsch. Weiß ja nicht. Aber dieses... Nein, ich beende die Aufnahme nicht. Dieses Skelett hier bringe ich eben mal noch um. Und das hier auch. Und es ruckelt und ich weiß nicht warum. Das bringen wir jetzt noch um hier. Oh Leute, ja, jetzt weiß ich, jetzt ist es im Arsch. Und dann sage ich Tschüssi bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich jetzt dann halt zurückkomme. Also in der nächsten Folge halt mit euch und so. Weil sonst wird das böse enden, ne? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.